Durchsetzungsvermögen. Prediger 9, Vers 11. Und ich wandte mich um und sah unter der Sonne, dass nicht die Schnellen den Wettlauf gewinnen, noch die Starken die Schlacht, dass nicht die Weisen das Brot erlangen, auch nicht die Verständigen den Reichtum, noch die Erfahrenen Gunst, denn sie sind alle von Zeit und Umständen abhängig. Das irdische Leben ist oft nicht logisch, vor allem nicht als Christ. Die Rechnungen, die diese Welt oder einzelne Personen oder auch wir als Christen manchmal aufmachen, führen nicht selten eben nicht zum gewünschten Ergebnis. Und wenn es doch so kommt, stehen wir in Gefahr, dies dann auf unsere eigenen Planungen, Recherchen, Beziehungen, Organisationen und unsere Talente zu beziehen. Man sagt leicht daher, dass alles von Gott kommt, aber wenn das mehr nur ein Lippenbekenntnis ist, müssen wir diese Hilfe und den Willen Gottes auch als Ziel im Herzen haben, damit es auch der Wahrheit entspricht. Manchmal funktionieren die Dinge, obwohl wir gar nicht viel dazu getan haben, oder wir werden einfach überrascht und das Gewünschte kommt einfach so. Auch das ist möglich. Nicht das Menschliche ist immer entscheidend, sondern das Göttliche und als Christ das Gottgegebene. Nicht, dass wir unser Leben in der Hängematte im übertragenen Sinne verbringen sollen, aber es ist letztlich der Wille Gottes und seine Führung und sein Wirken. Er öffnet die Türen oder verschließt sie, er ebnet die Wege oder nicht. Wir dürfen als Christen mit Gottes Wirken, mit Gottes Bestimmung in unserem Leben unbedingt rechnen. Ja, wir müssen es sogar. Nicht meine Leistungskraft führt zum Ziel, sondern genau das, worüber wir eben meistens oder überhaupt nicht verfügen, nämlich den Segen Gottes und sein Wirken. Auch Salomo, der über enorm viel Weisheit verfügte, kommt zum Ergebnis, dass es auf die Umstände ankommt, wie ein Glaubensleben verläuft, überhaupt das ganze Leben, und eben nicht auf Reichtum, auf Klugheit oder auf Kraft. Davon hatte Salomo reichlich. Martin Luther hat einmal geschrieben, es soll jeder in seinem Stande arbeiten, aber das Stündlein des Wohlgeratens will sich Gott vorbehalten und soll uns verborgen sein. Und das dürfen wir auch so annehmen. Gott ist der Herr über die Umstände in der Welt und auch in meinem persönlichen Leben. Das bedeutet sicherlich nicht, dass Gott immer mit allem einverstanden ist, was Menschen und auch Gläubige so tun und zulassen und was alles in der Welt passiert. Aber wir müssen wissen und verstehen, dass Gott das alles registriert, sieht und das schon vorher weiß, was geschieht in der Welt und auch in meinem Leben und dass alles letztlich immer an Gott vorbei muss. Was wir zu leisten imstande sind, das sollen wir durchaus auch tun. Gott hat jedem Christen auch Gaben und Talente mitgegeben und Umstände und Möglichkeiten, die vielleicht auch nur man selbst besitzt. Und das darf man einsetzen und das sollte man auch. Aber etwas zu haben, bedeutet nicht nach Lust und Laune darüber verfügen zu können. Gott ist in allem, was er tut, was er zulässt, bewirkt oder auch verhindert, immer souverän und immer gerecht, auch in meinem Leben. In 1. Korinther Kapitel 12, Verse 4 bis 7 steht, es bestehen aber Unterschiede in den Gnadengaben, doch es ist derselbe Geist. Auch gibt es unterschiedliche Dienste, doch es ist derselbe Herr. Und auch die Kraftwirkungen sind unterschiedlich, doch es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Gott wirkt alles in allen. Das ist die Kernaussage. Nicht die Gabe ist es, sondern der Geber. Und ebenso sind es nicht die Dinge, die wir vorantreiben, die zum Ziel und Erfolg führen und führen müssen, sondern letztlich, wenn es so kommen darf, das Wirken Gottes, sein Wohlwollen und sein Einverständnis.
Und wenn das eben nicht so ist, dann ernten wir eben auch manchmal, was wir säen. Auch das Geborenwerden und Sterben hat seine Zeit, Prediger 3,2. Noch deutlicher kann uns Gott eigentlich nicht zeigen, dass wir machtlos sind und eben nicht jeder seines eigenen Glückes Schmied ist, wie ein Sprichwort sagt. In Sprüche 16,9 lesen wir, das Herz des Menschen denkt sich seinen Weg aus, aber der Herr lenkt seine Schritte. Es ist nicht verboten, sich seine Wege auszusuchen und Entscheidungen zu treffen und auf etwas hinzuarbeiten, aber wenn es nicht Gottes Wille ist, wird es nicht gelingen oder früher oder später scheitern. Und wenn wir Christen sind, dann sollten wir alle unsere Entscheidungen auch immer im Gebet vor Gott bringen und ihn um Führung, um Leitung, um Kraft bitten und auch, dass er uns hilft, die Dinge in seinen Augen nach seinen Geboten und seinen Maßstäben zu sehen und zu erkennen. Solche Erfahrungen, dass man manchmal auch scheitert mit dem, was man sich vorgenommen hat und von dem man vielleicht sogar meinte, dass es Gottes Wille ist, das hat wohl schon jeder Gläubige machen müssen. Aber letztlich, auch wenn es manchmal schmerzt, kann uns nichts Besseres geschehen, als dass Gott auf uns aufpasst und unsere Schritte lenkt und seinen Willen durchsetzt und uns somit auch erzieht. Wenn wir uns selber überlassen sind, dann wäre das in jeder Hinsicht nicht positiv und nicht gut und würde uns doch so manchen Kummer, manchen Schmerz bescheren, der uns vielleicht dann auch nicht trifft, wenn Gott die Dinge in seine Hand nimmt und wir auch darum bitten. Der Text in Hebräer 12, Verse 6 bis 8 macht das deutlich. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und erschlägt jeden Sohn, den er annimmt. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja unecht und keine Söhne. Wer ein Christenleben lebt, wo es scheinbar immer nur geradeaus geht und jedes Hindernis im Flug überschritten wird, macht denjenigen eher frag und unglaubwürdig, der sowas von sich behauptet. Ein Sprichwort sagt, ein Leben in großen Sprüngen ist wie ein Sack mit Löchern. Probleme und Anfechtungen sind einerseits nicht schön, aber auf der anderen Seite auch ein klares Signal von oben, dass wir nicht allein gelassen sind und wir in einem göttlich dynamischen Prozess stecken, der uns letztlich hilft und zum ewigen Ziel bringt und der uns auch, wie in Römer 8, 28 steht, uns alles zum Besten dient und zum Guten mitwirkt. Und darüber dürfen wir uns freuen, tatsächlich, weil das ist letztlich eine Sache, die nur Gott tun kann und er tut sie uns zum Besten und nach seinem Willen, sodass wir letztlich auch vertrauen dürfen, dass alles, was passiert, immer auch einen Sinn, einen Zweck und ein Ziel hat und dass uns die Dinge tatsächlich letztlich nicht schaden, sondern helfen. In Jakobus 1, 2 bis 4 steht, meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und kein Mangel an euch sei. Und das zum Beispiel ist so eine Sache, die uns zum Guten mitwirkt, zum Besten dient, wenn wir eben lernen, Geduld zu haben, auf Gott zu warten und die Füße stillhalten und nicht in Panik verfallen, nicht nervös werden, seine Seele zur Ruhe zu bringen, in Gott, im Glauben, im Vertrauen. Und dann gehen wir den richtigen Weg und dann werden wir auch zur rechten Zeit vom Heiligen Geist geführt, die Dinge zu tun und die richtigen Richtungen zu verstehen und zu erkennen und diese dann auch zu gehen im Vertrauen, im Glauben, dass es ein guter Weg ist. Gott segne euch. Amen.
Thank you.